Martin, es war heute für euch leider die zweite Niederlage in dieser Landesliga-Saison. Wie hast du sie gesehen und erlebt? Ja, ich fand, wir haben jetzt gar nicht so schlecht angefangen. Haben dann, glaube ich, eine Chance gehabt in der 15. Minute so ungefähr. Ja, ist nichts passiert, dann kriegst du so ein Kontertor. Auf Fehler von uns individuell, fand ich. Zweite Halbzeit, oder die gelb-rote Karte war natürlich blöd von uns. Ich fand aber, dass wir dann zu 10 besser gespielt haben als zu 11. Haben dann gut nochmal Gas gegeben, haben dann leider gerade in der Druckphase vielleicht 2-0 bekommen. Und schießen kurz vor Schluss noch 2-1. Ja, war dann leider zu spät. Du bist ja der Torwart, der normalerweise im Tor stehen würde, aber bist ja verletzt, sitzt auf der Bank momentan wegen der Verletzung. Wie hast du als Torwart die Leistung deines Mittorwarts gesehen? Hätten vielleicht mehr Tore fallen können, aber muss jetzt nicht an ihm gelegen haben. Ja, klar. Also jetzt an den Toren kann er nichts. Ich sag mal, man kann auf jeden Fall sagen, er hat uns auf jeden Fall im Spiel gehalten. Ja, hat es gut gemacht, gerade bei den 1-zu-1-Situationen. Euer Trainer ist ja erst seit dieser Saison euer Trainer. Vorher hat er ja bei euch mitgespielt. Ja, wie ist es jetzt unter dem Bruno zu trainieren? Und was denkst du, wie macht er seine Sache? Ja, seine Sache macht er auf jeden Fall gut. Im Training gibt es bei uns immer Vollgas. Er hat leider, also es tut mir auch leid für ihn, 3 Pflichtspiele, 3 Niederlagen. Hat er nicht verdient, weil das Training ist richtig gut und macht er sehr, sehr gut. Gibt es irgendetwas, was ihn auszeichnet? Ja, er war ja früher schon ein richtig geiler Zehner. Er versteht das Spiel wie viele andere nicht. Und das will er uns beibringen. Er kann jetzt nicht so eingreifen, wie wenn er selber spielen würde. Das hat er auch schon gesagt. Aber so menschlich auch, so ein richtig geiler Typ. Würdest du dir wünschen, dass er vielleicht, vor allem wenn der Erfolg vielleicht ausbleibt, wieder mitspielt bei euch? Ja, er hat die Karriere beendet. Also für ihn ist es gut. Ich denke, dass wir das auch ohne ihn schaffen. Die Mannschaft ist stark genug und unsere Zeit wird kommen. Was kannst du zu deiner Entwicklung sagen? Du bist ja jetzt verletzt. Kannst du mehr zur Verletzung sagen? Ja, ich war jetzt, ich habe individuell trainiert, war laufen, habe diese Woche mit der Mannschaft ein Stück weit mittrainiert, schmerzt noch leicht. Schauen wir mal, wie nächste Woche sein wird, aber ich denke, ich bin guter Dinge, dass ich am Samstag drin stehe. Okay, am Samstag stehst du drin. Das nächste Spiel ist dann das Auswärtsspiel gegen Ersing. Ja, was denkst du, was das für ein Spiel wird? Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall schwer wird dort. Ersing, ich denke, ja, sie haben jetzt heute, glaube ich, gewonnen. 1-0 gegen Niefern. Also sie werden gut Selbstvertrauen haben. Wir werden aber diese Woche gut trainieren und werden alles nächste Woche geben. Martin, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.